So erstellen Sie eine Smart Wallet. Laden Sie die Anwendung Smart Wallet aus einem App-Shop herunter. Starten Sie Ihre Wallet und wählen Sie Ihre Sprache. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wallet erstellen. Smart Wallet bietet Ihnen zwei Optionen: Basisschutz und Passphrasenschutz. Wie wählen den Basisschutz? Wenn Sie Basisschutz auswählen, erstellt Smart Wallet sofort eine neue Wallet für Sie. Danach müssen Sie Ihre mnemonische Phrase speichern, um den Zugriff auf Ihre Wallet wiederherstellen zu können. Klicken Sie dazu auf dem Hauptbildschirm auf die Meldung mit dem Text Backup erforderlich. Es öffnet sich ein Bildschirm mit Ihrer mnemonischen Phrase. Um die Wörter zu lesen, halten Sie die Schaltfläche mit dem Text. Halten Sie gedrückt, um die mnemonische Phrase anzuzeigen. Gedrückt. Schreiben Sie Ihre mnemonische Phrase auf einem Blatt Papier auf, um sie nicht zu verlieren. Nachdem Sie Ihre mnemonische Phrase aufgeschrieben haben, klicken Sie auf Weiter. Als nächstes werden Sie von der Wallet aufgefordert, alle Wörter aus der mnemonischen Phrase in der richtigen Reihenfolge auszuwählen. Tun Sie dies und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, wird eine Meldung angezeigt, dass Ihre Wallet erfolgreich erstellt wurde. Nach der Erstellung der Wallet müssen Sie sie aktivieren. Senden Sie dazu einfach 50 Smart an Ihre Wallet. Dieser Betrag ist das nicht verbrennbare Guthaben, das für das Funktionieren Ihrer Smart Wallet notwendig ist. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Arbeit.